Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute, und zwar am zweiten Tag der Messe, und zwar in Stuttgart. Im Moment befinden wir uns auf dem Stand der Firma Dosan, an meiner Seite Herr Schmitz. Herr Schmitz als Manager, ich begrüße Sie recht herzlich heute hier. Ja, schönen guten Morgen. Herr Schmitz, der zweite Tag auf der Messe, fangen wir gleich mal an. Wie war der erste Tag? Sehr zufrieden? Wir waren sehr zufrieden. Wir stellen ja jetzt im dritten Jahr hier aus. Letztes Jahr war es ein bisschen verhalten am ersten Tag, aber unser Gefühl war, dass es doch ein enorm größerer Andrang war am gestrigen Tag. Also wir sind sehr zufrieden mit der Messe bisher. Sie haben hier einen großen Stand aufgebaut, und zwar mit ziemlich vielen Produkten. Gehen wir gleich mal rein. Was ist das hier eigentlich alles? Das ist Gabelstapler, das sieht man. Was können die alles in verschiedene Größenordnungen? Ja, also wir allgemein erstmal kurz was zu Dosan. Wir sind ja eins der 8 größten koreanischen Unternehmen, ein Mischkonzern. Ja, und in Deutschland stark vertreten, eigentlich seit 14 Jahren, damals unter dem Namen Deo. Ja, Deo ist gekauft worden von Dosan. Ich vertrete hier den Gabelstapler- und Lagertechnikbereich. Unsere Lagertechnik, die Sie hier sehen, die kommt zum Beispiel aus deutscher Produktion. Wir fertigen in Lübben bei Berlin. Ja, da haben wir einen Hersteller so vor 2 Jahren übernommen. Und ja, der Rest sind koreanische Produkte. Wir fertigen bis 16 Tonnen. Elektrostapler bis 5 Tonnen, bis 7 Tonnen gehen wir im Gasbereich und bis 16 Tonnen, demnächst bis 18 Tonnen im Dieselbereich. Das heißt, haben Sie denn heute ein ganz neues Produkt hier, wo Sie sagen, das ist der erste, das ist ein Prototyp, der hat heute hier Premiere? Ja, die komplette Lagertechnik-Serie, die Sie hier sehen, das sind 4 neue Geräte, sind modifizierte. Wir haben Lagertechnik-Geräte sonst mit Seitenantrieb gehabt, jetzt alternativ mit Mittelantrieb. Wir haben einen kompakten neuen Darkseal-Stapler. Wir haben einen großen Doppelstock, der bis zu 2 Tonnen hebt, mit Plattform, den wir hier vorstellen, und einen neuen Kommissionierer. Also das sind unsere Geräte, die wir in Berlin fertigen, die wir jetzt hier vorstellen. Unsere Händler kommen auch später, können die Geräte hier mal ein bisschen testen. Ansonsten präsentieren wir hier unsere Elektroreihe, 1,8 Tonnen Dreirad und 2,5 Tonnen Elektro-Vierrad. Wir gehen bis 5 Tonnen, aber das sind so die Volumengeräte, die wir hier ausstellen, weil wir den Bereich dieses Jahr stark pushen wollen. Dahinter steht weiterhin eins unserer erfolgreichsten Modelle, ein 3 Tonnen Dieselstapler. Dieselgas ist auch eins der Volumengeräte. Alle Geräte erhältlich mit Fingertipp-Option. Und hinter mir steht also unser Volumengerät im Bereich 4 bis 6 Tonnen, der 4,5 Tonnen Dieselstapler. Also wir haben uns, wie Sie sehen, nur auf Geräte konzentriert, wo wir die meisten Stückzahlen mitmachen. Wir müssen da auch das meiste von versprechen. Gerade hier im süddeutschen Bereich sind wir noch nicht so stark vertreten. Daher stellen wir seit 3 Jahren hier aus, um eben neue Händler hier zu akquirieren. Das ist das Stichwort. Im süddeutschen Bereich sind Sie noch nicht so weit vertreten oder so aufgeteilt. Gibt es überhaupt noch weiße Flecken für Ihr Haus? Ja, im Bereich München. Da waren wir jetzt stark interessiert an einem größeren Händler. Der hat sich leider für einen Wettbewerber in Grün entschieden. Aber das ist eigentlich unser weißer Flecken auf der Landkarte, wo wir jetzt ehrgeizig drum kämpfen, in dem Bereich vertreten zu sein. Das ist natürlich das Stichwort, und zwar für uns wieder als Aufruf, sage ich mal ganz lax. Sie suchen Händler in dem Bereich München, kann man das so sagen? Ja, München, Baden-Württemberg, im Süden unserer Baden-Württembergs, dort sind wir noch sehr schwach vertreten. Welche Voraussetzungen müssen die Händler haben? Wir müssen loyal sein, ja. Motiviert sein und hinter der Marke stehen. Also wir suchen keine Händler, die uns als Alternative, als Zweit- oder Drittprodukt wünschen, sondern wir möchten schon jemanden, der sich mit dem Produkt identifizieren kann und auch daran interessiert ist, zusammen mit uns zu wachsen. Gibt es eine Einarbeitung? Ich frage deswegen, wenn jetzt einer eine Nutzfahrzeugbranche hat, kann der sowas alternativ aufbauen oder muss der aus der Branche kommen, ich sag mal so, die mit Gabelstapler vorher schon zu tun hat? Es sollte schon eine Art verwandte Branche sein, aber wir haben auch Händler, die aus der Nutzfahrzeugbranche kommen. Wir beliefern auch große Speditionen, wie zum Beispiel oder Getränkelogistik. WGL ist zum Beispiel unser Paradepferd in Westdeutschland, der größte Logistiker. Den haben wir letztes Jahr gewinnen können mit über 110 Gabelstaplern und Deichselstaplern. Wichtig für uns ist, dass ein aktiver Vertrieb stattfindet. Also im Klartext bedeutet das, um das nochmal zu wiederholen, hier wird gesucht, und zwar eine Vertretung im Raum München. Wir blenden nachher gleich mal ein, wo Sie sich melden können, mit Telefonnummer, mit allen Ansprechpartnern. Den Rest machen Sie mit dem Hause aus. So einfach läuft das ab. Ja, prima. Vielen Dank. So, und das lassen wir so lange auf Sendung, bis das Gebiet abgedeckt ist. So einfach machen wir das. Das ist ein Service, und zwar von uns heute hier auf der Messe. Ja, super. Kann ja nicht lange dauern. Genau. So, das heißt, das ist im Großen und Ganzen die ganzen Highlights. Sie haben heute noch richtig viel zu tun. Morgen sind Sie persönlich auch noch auf der Messe? Ich bin morgen den ganzen Tag noch hier. Gut. Das heißt, dann darf ich Ihnen wünschen,
gute Geschäfte, viel Erfolg natürlich. Und ich hoffe, dass wir, sag ich mal, mit diesem Aufruf Erfolg haben. Vielleicht können Sie auch noch mal irgendwie was reinsenden. Wir haben jetzt eine große Nachlese für die Logimat. Und zwar einen Bericht, wo Sie einfach mal einen Aufruf machen. Das kostet nichts, das ist ein Service von uns. Gerne, ich stelle das Unternehmen gerne noch mal kurz vor. Ich gebe Ihnen auch vorher schon mal ein paar Infomaterialien gerne mit. Ich schicke auch noch mal was rüber, weil wir auch mittlerweile eine E-Paper haben, wo wir nur in Englisch senden. Sehr weltweit, gut. Milliardenauflage, also durchs Netz, ganz klar. Das wäre auch ganz gut, wenn Sie uns in mehrere Verteiler mit reinnehmen. Das machen wir mal natürlich ein bisschen Werbung dafür, gerne. Aber das kommt Ihnen zugute. Gerne, vielen Dank. Gut, ich darf mich recht herzlich bedanken. Viel Erfolg und alles, alles Gute. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank.